Ja, ich bin sehr froh, dass wir für heute Dr. Dennis Mischke gewinnen konnten, für diesen Vortrag heute am Freitag. Dennis Mischke hat Anglistik und Amerikanistik studiert, Medienwissenschaften und Kognitionswissenschaften. Und er beschäftigt sich seit 10 Jahren mit Digital Humanities. Er ist der Leiter jetzt des eigentlich immer noch recht jungen Ada Lovelace Centers for Digital Humanities. Vielleicht ist das auch gleich ein Thema in der Diskussion. Und Herr Mischke, the floor is yours, wie man so schön sagt. Also, Wunderbar. los Vielen geht's. Dank, Herr Nölte, für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei und ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, die im Grunde die Arbeit unseres neuen Zentrums, das Ada Lovelace Center for Digital Humanities, kurz vorstellt und umreißt und dabei auch versucht, den Gist sozusagen zu kommunizieren, den wir mit dem Ada Lovelace Center versuchen zu übermitteln. Und das ist die Idee, die digitale Transformation der Geisteswissenschaften aus den Geisteswissenschaften herauszugestalten und eben im Modus des geisteswissenschaftlichen Denkens das kritisch zu tun. So viel vielleicht erstmal vorweg. Die Agenda sieht so aus: Ich habe 6 kurze Punkte und ich hoffe, dass wir dann noch Zeit haben werden, in eine Diskussion einzusteigen. Vielleicht ganz kurz zu Beginn zur historischen Figur der Ada Lovelace und den Digital Humanities komme ich gleich. Ganz kurz, was ich Ihnen hier vorstelle, können Sie auch nochmal auf der Webseite vom Ada Lovelace Center der FU Berlin nachlesen unter ada.fu, dort nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber zunächst zur historischen Figur der Ada Lovelace, unserer Namensgeberin des Zentrums. Ada Lovelace gilt als die erste Programmiererin und sie war Mathematikerin und Schriftstellerin, Tochter des romantischen Dichters Lord Byron und der Mathematikerin Annabella Milbank. Person des 19. Jahrhunderts und das Interessante an ihrer Person ist, dass nach der Trennung der Eltern ihre Mutter ihr so Poesie verbot und sie zu einer sehr strengen Mathematikausbildung zwang, sie ihre Liebe zur Poesie aber nie aufgegeben hat und dann im späteren Verlauf ihres Lebens sozusagen zu einer Synthese von Poesie und Mathematik kam. If you can't give me poetry, can you give me political science? Bekannt geworden ist sie als erste Programmiererin, weil sie einen Algorithmus entwickelt hat für eine theoretisch konstruierte Rechenmaschine von Charles Babbage, der sogenannten Difference Engine oder der Analytical Engine. Hier sieht man einen Nachbau dessen, sozusagen ein mechanischer Computer, der sozusagen nur theoretisch entwickelt worden ist im 19. Jahrhundert. Und der Ada Lovelace wird es angerechnet, erkannt zu haben, dass man mit diesen Algorithmen, mit diesen Analytical Engines alle möglichen Dinge operationalisieren kann und nicht nur zwangsläufig Zahlen berechnen kann. Daher dient sie etwas als die Namensgeberin für unser Zentrum und eben auch umschreibt, personifiziert gewissermaßen die Interdisziplinarität, die auch im Herzen der Digital Humanities liegt. Was mich gleich zu meinem zweiten Punkt führt. Was ist eigentlich Digital Humanities, wenn wir darüber reden? Es gibt einen sehr bekannten Aufsatz von Patrick Sahle, der schon etwas zurückliegt von 2015, in dem er sagt, Digital Humanities, das gibt es doch gar nicht. Ist natürlich sehr provokant formuliert als Disziplin, mittlerweile sehr gut etabliert. Es hat aber eben ein unglaublich großes und breites Spektrum. Man bezeichnet die Digital Humanities auch, wie Sie vielleicht wissen, als Umbrella-Term, an dem sich sehr viele unterschiedliche Disziplinen eingruppieren können. Hier ein Spektrum der Möglichkeiten. Das ist aus dem Aufsatz von Sahle 2015. Da sind inzwischen noch sehr, sehr viele mehr dazugekommen. Der Key Fact hier ist vielleicht aber, dass Sie sehen, Digital Humanities ist radikal interdisziplinär, wie Stephen Ramsey gesagt hat. Eben wirklich weite interdisziplinäre Brückenschläge zwischen den computationalen Wissenschaften und den klassisch hermeneutischen Wissenschaften und den Geisteswissenschaften. Interdisziplinarität, wie schafft man es, Interdisziplinarität nun auf die Strecke zu bekommen? Wie kann man es schaffen, so weite interdisziplinäre Arbeit zu gestalten und dabei allerdings das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und eben die Geisteswissenschaften als Kern zu erhalten? Und die Idee, die wir hier am Ada Lovelace Center verfolgen, ist eben zu sagen, wir verstehen Digital Humanities als Erweiterung der Humanities, ne? Als sozusagen Digitalisierung der Objekte, Digitalisierung der Methoden
und auch Digitalisierung der Infrastrukturen, die es braucht, um Forschung in den Humanities im digitalen Paradigma zu machen. Dabei aber eben diese Dinge aus den Geisteswissenschaften herauszuentwickeln und in der Interaktion mit Forscherinnen und Forschern across Campus sozusagen eben von den anderen beteiligten Wissenschaften in einer interdisziplinären Kultur des digitalen Forschens und des digitalen Arbeitens zu bewerkstelligen. Das heißt, Digital Humanities ist in erster Linie Netzwerkarbeit. Und die Institution, die wir hier an der FU geschaffen haben, heißt Zentrum. Man könnte dieses Zentrum aber auch eher als so eine Art Gravitationsort verstehen. Das heißt, es ist eigentlich Netzwerkarbeit, die wir betreiben. Und man könnte eben auch sagen, it's a Digital Humanities Hub in der Hinsicht. Wenn wir schon über Infrastrukturen reden, sollten wir da vielleicht etwas genauer drauf eingehen. Wir verstehen die Digital Humanities auch unter anderem als Ausdruck einer infrastrukturellen Wende, die sich derzeit unter unser aller Augen vollzieht oder jetzt schon seit einiger Zeit, eben diese digitale Transformation, die Datafizierung aller Lebensbereiche, die natürlich auch die Humanities erfasst. Und wenn wir uns fragen, welche Infrastrukturen die Humanities, also die Geisteswissenschaften, eigentlich traditionell gebraucht haben, dann fällt natürlich sofort die Bibliothek ein, als basale Infrastruktur. Und wie Sie wissen, haben sich auch die Bibliotheken durch die digitale Transformation massiv verändert. Sie sind mittlerweile nicht nur eben Orte, an denen Bücher physisch lokalisiert sind und erschlossen werden und so weiter, sondern kuratiert werden, sondern sie sind zunehmend auch Forschungsdatenrepositorien. Sie sind aber auch Forschungsdatenprovider. Sie gelten auch als Methodenrelais, als Knowledge Broker, als Plattform für Wissensmanagement, als Orte, zu denen WissenschaftlerInnen gehen, um sich zu informieren über den Stand eines Faches, aber auch über mögliche Ressourcen, über Tools, Methoden und so weiter. Hier habe ich auf der Folie nochmal kurz, das wird bei Ihnen in Bremen sicherlich ganz ähnlich sein, der Stand an E-Ressourcen wächst. Tatsächlich haben wir bei physischen Beständen eher einen gleichbleibenden bis hin zu einem negativen Wachstum und der überwiegend größere Teil unserer Erwerbungen sind digitale Ressourcen und ich denke, das ist ein schönes Beispiel, was man sich immer wieder vor Augen halten muss, inwieweit eben die Bibliothek auch zu einem digitalen und datenbasierten Dienstleister wird. Wohin führt das sozusagen, wenn die Bibliotheken weniger Bücher, physische Bücher anschaffen? Das führt dazu, dass die Aufgaben der Bibliotheken sich auch verändern und auch die Räumlichkeiten sozusagen. Was Sie hier sehen, sind zwei unserer Bibliotheken an der FU. Links im Bild sehen Sie einen Coworking Space, das ist der ehemalige stille Lesesaal bei uns, der im Zuge der Pandemie umgebaut worden ist in einen Coworking Space, den wir vom Ada Lovelace Center aus auch sehr, sehr häufig bespielen, der für Studierende, für Lehrende, für alle Angehörigen der Universität offen steht und der eben tatsächlich mit beweglichem Mobiliar ausgestattet ist, in dem nicht nur wie im stillen Lesesaal geschwiegen und gelesen werden darf, sondern wo gearbeitet werden darf, wo sich ausgetauscht werden darf, wo innovative Formate auch ausprobiert werden dürfen. Rechts im Bild sehen Sie unsere Bibliothek ohne Bücher aus dem Fachbereich Physik und Mathematik, die Bob liebevoll genannt von den Studierenden, die so in dieser Form auch schon länger existiert und tatsächlich diese Idee von Bibliothek ohne Bücher finde ich da auch ganz spannend. Wie wir nutzen an der Bibliothek diese nun neu entstandenen Räume ganz gezielt als Begegnungsräume. Das ist auch ein wichtiges Anliegen zu sagen, die Bibliothek war natürlich immer schon auch ein Begegnungsraum mit Wissen und jetzt wird dieser Begegnungsraum im Zuge der digitalen Transformation eben digitalisiert und das schließt eben auch neue Formen des Zusammenarbeitens ein. Wenn wir nun von Infrastrukturen reden und von Fähigkeiten reden, die es braucht, um diese Infrastrukturen zu bedienen und auch Bücher und Bibliotheken sind eben Infrastrukturen, auch Bücher müssen produziert werden, beziehen sich auf größere Infrastrukturen. Auch Lesefähigkeiten sind letztlich Fähigkeiten, die mit Infrastrukturen verknüpft sind. Müssen wir uns gewahr werden, dass wir durch die digitale Transformation unserer Infrastrukturen natürlich auch neue Formen der Lesefertigkeiten brauchen. Das Stichwort Literacies ist jetzt auch nicht neu. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Literacies, die
proklamiert werden. Digital Literacies, Data Literacies, Coding Literacies und man kann auch einige andere Lesekompetenzen hinzufügen. Ich glaube, in a nutshell, worum es sich dreht, ist eine Frage, die Brian Cordell von der University of Illinois mal sehr schön auf einen Punkt gebracht hat. Und es ist, we largely haven't learned how to ask pressing humanities questions best answered through computational means. Das heißt, die Frage ist, in dem Moment, wo sich unsere Gegenstände digitalisieren, digitale Bücher in dem Fall, in dem sich unsere Methoden digitalisieren, wir können komputationale Verfahren anwenden, Stichwort Data Science, oder Text- und Data Mining, um unseren Gegenstand zu beforschen. Und wir müssen digitale Methoden entwickeln, mit denen sich geisteswissenschaftliche Fragestellungen auch fachgerecht beantworten lassen. Dann können wir das zusammenfassen mit eben genau dieser Fragestellung. Wie können wir es schaffen, mit computationalen Mitteln geisteswissenschaftliche Fragen zu beantworten? Welche Fragen sind überhaupt beantwortbar? Welche wiederum nicht? Und um hier ein ganz einfaches, plakatives Beispiel mitzubringen, welches es schön auf den Punkt bringt, ist auch von Ryan Cordell. Der hat nämlich ein sehr bekanntes Gedicht mal gefunden in der großen Sammlung von amerikanischen Zeitungen, und zwar Edgar Allan Poe's The Raven. Und die berühmte Zeile aus diesem Gedicht, quote, the raven nevermore, sieht, wenn es durch eine schlechte Optical Character Recognition läuft, eben folgendermaßen aus, dann wird aus quote, the raven nevermore, im schlechtesten Fall QIGBT, the raven nevermore. Und Fragen von Optical Character Recognition haben sich in den letzten Jahren durch Machine Learning radikal verbessert. Das ist von 2017, da gab es so eine Probleme noch. Aber der Punkt, den Ryan Cordell hier macht, ist ein sehr valider Punkt. Er sagt nämlich, dass wenn man sich anguckt, was eigentlich die Digitalisierung des Gegenstandes von jetzt zum Beispiel Poesie bedeutet, dann gibt es da ganz viele Ebenen von Komputationalen oder von Materialitäten, die aufeinanderkommen. Ne? Also ein eingescannter Text zum Beispiel has, wie er sagt, 6 parts. It's an archival TIFF, it's a JPEG, a PDF, an OCR-derived text file, ein XML-File und vielleicht sogar noch ein Web-Interface. Und die Idee ist eben interessant, dass durch die digitale Transformation der Gegenstände, durch die Datafizierung der Gegenstände, eine gewisse Form der komputationalen Materialität entsteht, die nochmal eigene komputationale Affordanzen ermöglicht. Also eben andere Herangehensweisen an diesen Gegenstand, zum Beispiel Text- und Data-Mining. Und dieses Text- und Data-Mining braucht natürlich eben neue Formen der Literacies, der Lesefähigkeiten und Kompetenzen, die entwickelt werden müssen und die eben aber nicht nur den Geisteswissenschaften aufgegeben werden sollten und dürfen, sondern die sozusagen mit dem Fachverständnis natürlich herausentwickelt werden muss. Und um so etwas zu bewerkstelligen, eine fachgerechte Datafizierung oder Digitalisierung der Geisteswissenschaften, verfolgen wir einen Ansatz, den wir Laborkultur nennen. Eine Laborkultur in den Humanities. Und die Idee ist folgende. Interdisziplinarität ist in erster Linie Teamwork. Und Teamwork ist eine Arbeitsform, die in den Geisteswissenschaften, sagen wir mal, vielleicht nicht so verbreitet gewesen ist in den letzten Jahrzehnten. Es ist sicher ein Klischee zu sagen, dass der typische Doktorand, die typische Doktorandin 3 Jahre in der Bibliothek verschwindet und danach mit einer fertigen Dissertation wieder auftaucht. So ist es nicht und nie gewesen. Natürlich ist der Diskurs immer auch in den Geisteswissenschaften eine sehr, sehr essentielle Komponente gewesen. Aber Teamwork in einem interdisziplinären Kontext, in dem, sagen wir mal, eine Romanistin zusammenarbeitet mit einem Research Software Engineer oder mit einer Informatikerin oder einer Data Scientist, um gemeinsam ein Projekt zu vollführen, durchzuführen, ist tatsächlich etwas Neues. Und diese Art der interdisziplinären Konvergenz des Zusammenkommens ist etwas, was manchmal glückt und in vielen erfolgreichen Digital Humanities Projekten auch sehr, sehr gut geglückt ist. Es ist aber etwas, was tatsächlich auch strukturiert werden muss und was auch unterstützt werden kann. Und dabei gibt es natürlich sehr, sehr viele Dinge zu beachten. Also vor allem natürlich die Methodenbrüche, die dabei auftreten. Also wenn ich jetzt sage, ich schaue eben 1000 oder mehr Dramen mit Text- und Data Mining an und versuche Netzwerkanalysen über Kookurrenzauftritte von Charakteren zu machen,
Dann ist es natürlich erstmal ein Methodenbruch, weil es zum Beispiel Netzwerktheorie beinhaltet, Dinge, die man jetzt vielleicht in der klassischen Dramenanalyse bislang nicht verwendet hat. Und die Schwierigkeit besteht natürlich dann in diesem Austausch, diese Methodenbrüche in den Digital Humanities produktiv zu machen, ohne dass dabei das ein oder andere ein Übergewicht erhält. Die Etablierung einer Laborkultur bedeutet für uns auch tatsächlich ein, wir nennen es immer Digital Empowerment, also tatsächlich die Befähigung von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern, ihr Know-how in diese Transformation, in diese digitale Transformation einzubringen und vor allem die Potenzial der Reflexion und des, der Interpretation in die Digital Humanities einzubringen und dabei eben das kritische Potenzial zu entfalten. Also das ist etwas, was uns in den Laboren sehr, 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 sehr wichtig und zentral ist. Wir versuchen das folgendermaßen zu organisieren, die Interdisziplinarität entlang gewisser Vektoren, so habe ich es genannt, und zwar thematisch-methodische Vektoren, die eben versucht, wirklich Überschneidungen zu finden zwischen Disziplinen und zwischen Forschergruppen, die an bestimmten Themen arbeiten und ähnliche Methoden verwenden können. Und dafür kann ich Ihnen gleich auch ein paar Beispiele bringen, wie das aussieht bei uns. Die Idee ist es aber eben wirklich, Expertisen zu bündeln und dabei Forscherinnen und Forscher zu verbinden auf eine möglichst praktische, output-orientierte und auf eine sehr inklusive Art und Weise. Genau, ich habe mal ein paar Beispiele für sehr gut funktionierende Labore bei uns mitgebracht. Wir sind ja erst seit einem Jahr ungefähr im Geschäft und sind jetzt, da haben ungefähr 3 Labore etabliert, die sehr, sehr gut laufen und die sich zum Teil aber natürlich auch schon aufgesetzt haben auf existierende Communities. Eines unserer aktivsten Labore ist das Multilingual Digital Humanities Lab. Man muss dazu wissen, die FU ist sehr stark im Bereich Area Studies. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Forschende in den Bereichen zum Beispiel Arabistik, aber auch Ostasienstudien, Koreastudien und so weiter. Forschende, die viel mit nicht-lateinischen Schriften operieren. Und das ist nochmal ein ganz eigener Problemkontext, tatsächlich, der aber auch viel Reflexion bedarf, denn viele der Tools, Methoden, Datenrepositorien, die entwickelt worden sind im Zuge dieser Transformation, sind vor allem für den anglophonen Raum entwickelt worden. Das heißt, sobald man eben zum Beispiel mit Sprachen kommt, die nicht so gut repräsentiert sind im Digitalen, wie eben auch global, das Sprachen des globalen Südens vor allem, trifft man oft auf wirklich basale Schwierigkeiten. Also vor allem, wenn man mit nicht-lateinischen Schriften operiert, ist es gar nicht so leicht, digitale Tools zu verwenden, weil die oft einfach nicht funktionieren. Und um darüber zu sprechen, über die Vielschichtigkeit dieses Problems, um aber auch ganz praktisch daran zu gehen, gibt es dieses Lab, gegründet mit meiner Kollegin Cosima Wagner hier aus der Universitätsbibliothek, aber auch mit Jonas Müller-Lagmann, der inzwischen an der SUB in Hamburg ist und von dort auch immer noch mitwirkt an diesem Lab und anderen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine neue Professorin für Data Science und Sprachen der alten Welt, Elise Linke, die sich in diesem Labor stark engagiert. Und genau, das ist etwas, was ich hier kurz zeigen wollte. Wir haben noch ein Labor, was sich mit der Schnittstelle zwischen audiovisuellen Inhalten und audiovisuellen Techniken befasst. Ein Lab, welches vorgegangen ist aus einem BMBF-Projekt bei uns, wo es darum geht, Annotationsprinzipien für Filmmaterial zu erarbeiten. Und wir haben noch ein weiteres Labor, was sehr stark erinnert an unsere Namensgeberin, die Ada Lovelace, wo wir mit Kolleginnen und Kollegen aus der Mathematik zusammensitzen und zu überlegen, wie eigentlich mathematische Methoden den Geisteswissenschaften helfen können, um zum Beispiel so eine Art Metawissen zu etablieren oder überhaupt auch Methoden zu überprüfen, ob sie bestimmte Fragen überhaupt beantworten können. Also bestimmte Digital Humanities Methoden lassen sich eben nur auf operationalisierbare oder auf gut operationalisierbare Fragen anwenden. Und um herauszufinden, welche Fragen überhaupt sich stellen lassen mit digitalen Methoden, haben wir dieses Labor gegründet. Und das ist auch etwas, was sehr gut angenommen wird und wo wir interessante Ergebnisse haben. Wie sieht dann die Laborarbeit aus? Sie können sich vorstellen, dass sie sehr vielschichtig ist. Also wir haben in unserem Coworking Space Lab Sessions,
Auch mit Studierenden, also versuchen das auch so gut es geht, mit Studierenden zu organisieren im Sinne des forschenden Lernens. Hier ist eine Seminarsitzung von Professor Fischer, der bei uns die neue Professur für Digital Literary Studies hat. Wir organisieren hybride Workshops und Treffen und natürlich auch vollkommen digitale. Das ist also diese Laborgeschichte ist ein Format. Wir haben natürlich viele andere. Wir sind Andockstelle für Fellows. Wir organisieren Community Hours, Coworking Hours. Da kann ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Wir organisieren Summer Schools, sogenannte Season Schools, Winter Schools, wie jetzt upcoming mit unseren Kollegen und Kollegen in Jerusalem. Und genau, ich glaube, ich bin so ein bisschen über der Zeit und lasse den letzten Punkt mal für die Diskussion. Ich denke, die Idee, dass wir die Digitalisierung der Geisteswissenschaften kritisch gestalten wollen, ist ja, ist kommuniziert worden. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.